Glaube ich. Nehme ich an. Spinne ich? Ich weiß doch, wo ich lang muss. Ich muss da hinten hin. Das ist ganz klar. Aber wie komme ich denn da hin? Ich habe kein Floß hier. Wieso ist denn das Floß da hinten? Kann ich doch nicht hin. Soll ich hinschwimmen? Ich bin doch nicht bescheuert. Vielleicht finde ich euch hier irgendwas. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ich kann hier nur zur Decke klettern. Ich kann es hier öffnen. Das kann hier rein. Kann hier hoch, aber... Ach so, ja. Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Kaum zu glauben, dass Pinguin einen Hai da drin hat. Ha, das ist noch gar nichts. Angeblich hält er unter der Iceberg Lounge noch ein Monster. Monster? Ja, irgendein riesiges Ding, das wie tot aussieht. Red keinen Scheiß. Es ist wahr, Jimmy hat ihn gesehen. Jetzt weiß ich, dass du dir diesen Mist ausdenkst. Jimmy ist ein Lügner. Tja, ich glaube ihm. Er hat zu Cobblepot gehört, bevor er die Seiten gewechselt hat und zu Two-Face übergelaufen ist. Er sagte, er hätte es gesehen. Und wo ist Jimmy jetzt? Der Hai hat ihn gefressen. Wie praktisch. Wenn du mir das nächste Mal mit deinem Märchenscheiß kommst, dann sorg dafür, dass der Einzige, der den Mist bezeugen kann, noch lebt. Okay? Es ist Catwoman. Nicht doch. Selina hat keine Lust auf Harvey. Harvey Dent. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Und sie traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Two-Face hat einen Granatenwerfer. Das gefällt mir gar nicht. Sucht weiter. Aha. Könnte bereits hier sein. Ah, fuck, 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 fuck. Ich hab sie verloren. Wir müssen sie finden. Sucht weiter. Ich sagte doch, dass sie herkommt. Tötet sie! Tötet sie! Ist der bescheuert? Worauf warten die denn? Jetzt bist du tot. Oh, fuck. Sie ist hier drüben.
Ja, ist tot. Super. Toll. Yay. Und das Urteil lautet tot. Ja, das habe ich auch so mitgekriegt. Two-Face wird ständig vor Stärkung gerufen. Konzentriere dich auf Two-Face, um zu optimieren. Toll. Wie sollen wir das denn machen? Wir können ja nicht die ganze Zeit... Sollen wir ihn angreifen und wegrennen? Oder was ist da los? Kann aber nicht sein. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Huh? Reiß diese Zeit zu sterben, Miezekatze. Ich dachte, du schießt nur mit Pistolen. Mit deinen blöden beiden. Mit einer hast du verloren, oder nicht? Findet Edgert und halt ihn davon ab, seine Zielperson umzubringen. Ich glaube, der hat gar keine Zielperson. Wieso tötet ihr die ja überhaupt noch? Ich nehme an, der wurde von Hugo Strange bezahlt. Moment mal, das hat gar keinen Sinn. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Komm schon, komm schon. Tschüssi. Oh, ganz schlecht. Bleiben die jetzt alle da oben stehen? Das ist doof. Der hat doch einen totalen Vogel, der Kerl. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Findet die Schlampe! Lasst sie nicht nochmal entkommen! Oh oh. Dann nochmal nur eine Auseinandersetzung mit dem Überleben will ich wirklich. Das ist voll schrecklich. Ich weiß nicht so recht, wie der tickt. Der da hinten, der kommt auch nicht. Jetzt kommt er. Kommst du jetzt mal näher ran, bitte? Da bist du langweilig. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Kindchen. Ach komm. Wie kommen wir denn wieder da oben hin, außer über die Treppen? Und die Treppen schießt er die ganze Zeit ab. Gibt doch keinen anderen Weg. Da hochklettern können wir nicht. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzu... Ach komm schon. Also. Was? Sie ist tot. Wieso ist sie denn so langsam beim Klettern? Kopf oder Zahl? Es ist schrecklich.
Stoppe die willkürlichen Gewaltakte gegen politische Gefangene in Arkham City. Ja, ja. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, wird... Was zum... Hier drüben! Ihr habt sie! Hallo, du kannst doch nicht auf den... Der kann doch nicht mit dem Granatenwerfer auf uns schießen, wenn wir direkt vor ihm stehen. Ja, wahrscheinlich ist es ihm egal. Und das sieht Urteil sowieso lautet... Aus, Scheiße. Tod! Wie soll man das denn hinkriegen? Ohne Rüstung. Und ohne Upgrades. Ich bin echt doof. Er hätte die Geiseln, die Ritter genommen und sind seinen Tor. Ja, ich weiß. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oder haben wir irgendwelche Upgrades? Was gibt's denn eigentlich für Upgrades mit Catwoman? Siegpanzerung, Panzerung, Spezialkombo und Spezialkombo. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen. Willst du mich verarschen? Lass sie nicht entkommen! Sie ist weg! Ich hab sie verloren! Findet sie! Sofort! Es ist schrecklich hier. So finden wir sie nie im Leben. Einen Moment. Kurz durchatmen und dann suchen wir nach ihr. Findet und häutet die Katzenschlampe! Ein Prozent leben noch. Einmal werden wir getroffen, dann sind wir weg. Was ein Scheiß. Und die gehen jetzt auch nicht weg. Sondern die bleiben da jetzt schön gemütlich stehen. Und wir wissen ja, Two-Face wird immer wieder Verstärkung rufen, deswegen wird es auch keinen Unterschied machen, ob wir die ausschalten oder nicht. So ein Quatsch. Findet sie! Lasst sie nicht an uns ran! Probieren wir es einfach mal. Woran wartet ihr noch? Helft mir! Hierher! Ich hab das Luder gefunden! Ach, du willst mich doch verarschen. Wieso geht die denn da nicht hoch? Wieso geht die nicht auf die Wasserspeier? Zeit zu sterben, Mieze Katze. Wahrscheinlich, weil sie direkt neben der Wand stehen muss, was totaler Quatsch ist. Oder sie braucht 3 Minuten, bevor sie nachdem sie jemanden erledigt hat, um wieder klettern zu können. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Ich kann da hochklettern, aber ich kann auch nicht da hochklettern. Ich muss wahrscheinlich direkt darunter stehen. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut. Das ist eure Chance, zu Rom zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzweigeschnitten. Aha. Ich warte mal wieder, bis er da steht, dann lege ich ihn leise. Oder versuch's zumindest mal. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste. Komm schon, komm schon.
Nein! Mache ich zu meiner rechten Hand. Da lang! Sie ist da lang! Sie ist tot! Oh, das ist doch ein Witz! Wieso hat die eigentlich keine Rauchbomben dabei? Sieben müsste doch Rauchbomben dabei haben. Wieso hat er das denn jetzt gemerkt, dass wir den einen umlegen? Das ist doch ein Witz. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Was zum... Oh. Springt die auch noch falsch? So langsam verliere ich die Geduld mit der Frau. Selina Keil. Schrecklich, schrecklich. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist... Worauf wartet ihr noch? Helft Willst mir. Du mich verarschen? Wir haben sie. Wie soll ich das denn machen? Ich kann auch nicht beide gleichzeitig erledigen. Das geht doch nicht. Sorry, Kätzchen. Ich muss erst den einen erledigen und dann Two-Face. Aber wie soll das denn gehen? Wenn ich den einen erledige, bemerkt Two-Face es sofort. Und wenn ich Two-Face erledige, bemerkt der andere das sofort. Ich kann doch nicht beide erledigen. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Rom zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was... Jetzt bist du doch runtergesprungen und sie... Ja, ja, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht fair. Für die gestohlenen Freeze-Waffentechnologie, die von Joker im Stahlwerk versteckt wurde. Was soll das denn überhaupt sein? Wie kommen wir überhaupt nochmal ins Stahlwerk? Das ist doch alles eingestürzt. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Rom zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! So, das sind Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Kann ich den eigentlich auch von... Enttäuscht mich nicht, wenn sie hier ankommt. Tötet sie. Kann ich die eigentlich auch von dem Vorsprung aus erledigen? Wäre ja mal witzig. Tatsache. Worauf wartet ihr? Lasst sie nicht entkommen! Ja. Hier drüben! Oh oh. Ich hab sie! Ach so, Mann! Sorry, die Geduld. Kätzchen. Ich verliere die Geduld. Immer diese blöden Bosskämpfe. Das war früher kein Problem, aber jetzt kriege ich es irgendwie nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin zu blöd. Ich bin zu alt. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance zu... Was zum... Wartet ihr noch? Helft mir! Da,
So finden wir sie nie im Leben. Einen Moment, kurz durchatmen und dann suchen wir nach ihr. Wo ist die jetzt schon wieder? Geht die jetzt wieder hoch oder? Ja, der geht wieder hoch. Das ist ja ein Witz. Ich sagte doch, dass sie. Hallo, lass mich jetzt mal. Was? Wo ist der hier schon wieder? Ach, er geht wieder auf die Brücke. Geht immer auf die Brücke. Gar nicht da. Jetzt geht's. Jetzt habe ich so langsam raus. Ich bin nur zu blöd dafür. Was fällt der da jetzt nicht runter? Jetzt fängt er wieder an rumzuspinnen. Nettes Miezekätzchen. Wo ist denn? Das ist der, der ist unten. Ich traue mich gar nicht runterzugehen. Bitte dreh dich nicht um. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach, da hinten, oder? Ja. Ich kann die auch nicht irgendwie nach oben locken, oder? Müsste ich hier oben jemanden laut ausschalten. Wie? Jetzt habt ihr mich alle entdeckt? Was zur Hölle? Neuer Plan. Wir durchsuchen den Raum nach der Schlange. Geht überall. Wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Hallo! Endlich! Nein! Sorry, Harf, das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest hab ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. So, was ist das jetzt mit Arkham City? Hast es nicht ohne mich ausgehalten, hm? Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Und wir sind wieder Batman. Juhu! Setz dich nicht mal schon in die Eier. Stufenaufstieg. Und Enigma-Maschine. Gut gemacht, Doc. Ja.
Haben wir irgendwann später. Wir haben den Schnuckenaufstieg. Und weil ich nicht doof bin. So, wir können jetzt frei zwischen Catwoman und Batman wechseln. Einfach bei diesen Katzen hier. Und das sind Wechselpunkte, die an mehreren Stellen in Arkham City zu finden sind, um die Spielfigur zu wechseln. Weil sowohl Batman als auch Catwoman wohl irgendwie mehrere Sachen zu tun haben noch. Scheinbar. Keine Ahnung. Ja. Wir müssen noch Gewaltakte erledigen. Wir müssen noch die Freeze-Technologie finden. Wir müssen die Enigma-Rätsel lösen. Wir müssen Schuss im Dunkeln lösen. Wir müssen den Identitätsdiebstahl lösen. Wir müssen brüchige Allianz machen. Und wir müssen... Ja, das war's. Das alles machen wir nach dem Let's Play, also nach dieser Folge, genau. Mal sehen, wer dabei zuguckt. Sicherlich nicht wieder. Naja, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Ich mache nämlich jetzt eine Aufnahmepause. Das reicht.